Servus Lan, Ventano hier. Willkommen zu einem speziellen Video. Und zwar, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe es neulich wieder auf Diamond geschafft. Und dieses Mal aber mit einer wesentlich besseren Winrate. Und ich möchte da heute ein bisschen erzählen, wie ich das geschafft habe und wie ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen könnt. Prinzipiell, der Kern des Ganzen war es, sich einen Plan zu überlegen und jetzt nicht nur irgendwie einfach nur Ranked Games zu spammen, sondern eben wirklich sich zu überlegen, was nehme ich für Champions, welche Rollen spiele ich, welche kann ich spielen, welche nicht, wie hole ich das Beste raus. Und ich habe da hier den Fokus auf die Top Lane gelegt, denn wie man hier sehen kann, das waren meine drei Top Lane Picks, Renekton, Lulu und Nasus. Und man erkennt vielleicht einfach schon an der Wahl der Champions, dass das ziemlich unterschiedliche Champions sind, die Rollen extrem unterschiedlich sind, sowohl in der Lane als auch in Teamfights, als auch generell im Spiel und sie auch in andere Team-Comps hineinpassen. Gut, wenn man jetzt noch irgendwie ganz im Low-Elo ist, ist das vielleicht nicht so wichtig, aber trotzdem, wenn man sich's aussuchen kann, natürlich möchte man sich immer Champions auswählen, die besser passen. Und was noch interessant zu sehen ist, ist, dass da eine wirklich hohe Winrate dabei ist. Also ich habe hier das sind immer die gespielten Spiele, also 11 Renekton Games, 10 Nasus Games und 4 Lulu Games waren es bis jetzt in Season 5. Und von den 11 Games habe ich eben 80% gewonnen, das heißt, ich habe da 9 Spiele gewonnen, glaube ich, und nur 2 verloren mit Renekton. Mit Lulu habe ich 3 gewonnen und 1 verloren und mit Nasus habe ich von 10 Spielen 7 gewonnen. Und das ist eine extrem gute Winrate, vor allem wenn man eben am Aufsteigen ist und jetzt nicht irgendwie im Low Elo spielt, obwohl man jetzt irgendwie ein höheres Elo hat. Und vor allem auch interessant zu sehen, dass ich eigentlich letzte Season ja schon Diamond 4 erreicht habe, dann aber wieder runtergefallen bin auf Platin 4 oder 3 sogar und dann es nicht mehr geschafft habe auf Diamond in der Preseason und jetzt im Season 5 eben mit dem Reset eigentlich ziemlich gut dahin aufgekommen bin. Ja, möchte ich eben da ein bisschen ein paar Tipps euch weitergeben und hoffe, euch gefällt das Video auch und es bringt einigen Leuten was. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist prinzipiell folgendes. Ich werde noch ein bisschen Gameplay mal einblenden. Diese Picks sind sehr unterschiedlich und zwar in der Hinsicht, dass sie komplett andere Rollen haben und komplett andere Teams bestücken können und verbessern können und eben in manche gar nicht auch hineinpassen vielleicht oder auch in manchen Szenarien nicht gepickt werden können. Angefangen bei jemandem wie Nasus, der ein extremes Late-Game-Monster ist, einfach Stacks hochfarmen und man macht einem Late-Game extrem viel Schaden. Allerdings hat er extrem offensichtliche Schwachstellen auch, nämlich einerseits, er hat keinen Gap-Closer, er ist in der Lane, wenn er gegen den falschen Gegner gepickt wird, extrem schwach, kann extrem oft getötet werden, kann nie stark werden und eben einfach durch den Pick allein schon quasi das Spiel fast verlieren. Hat allerdings, wie gesagt, sehr starkes Split-Pushing-Potenzial in der Solo-Queue, ist er auch sehr, sehr stark, weil wenn er allein gelassen wird und eben hochfarmen kann, er sehr, sehr schnell mit Sheen, Icebound Gauntlet oder Triforce sich sehr schnell Towers und eben auch Inhibitors und die Base holen kann. Und ja, ist ein sehr guter Pick, aber trotzdem meiner Meinung nach, wenn man ihn richtig spielt. Das heißt prinzipiell Full Tank, ein Damage Item, nämlich Trinity Force oder Icebound Gauntlet und daneben hochstacken mit so viel Cooldown Reduction möglich. Ja, das ist eben der eine Pick einmal und ich werde daneben noch genau darauf eingehen, wann ich was gepickt habe. Lulu ist der zweite, habe ich nicht wirklich viele Spiele, aber ich habe auch letzte Season mit Lulu Diamond in der Top Lane mir geholt. Lulu war einfach ein guter Pick, weil man sie auch in vielen Rollen spielen konnte, jetzt aber irgendwie nicht mehr so wirklich, weil sie immer wieder genervt wurde und Support. Gibt es bessere, Midlane gibt es auch bessere, aber man kann sie noch immer in allen drei Rollen, also Top, Support und Midlane spielen. Ich spiele sie auf der Top Lane und zwar als, ich würde mal sagen, Safe Pick, weil sie ja nicht wirklich Counter Picks in Lane, sie kann immer noch ein bisschen zurückbleiben, sie kann auch ohne Items sehr, sehr gut sein in Teamfights, sie kann einfach, wenn es jemanden gibt in deinem Team, der stark ist, der gefeedet ist, wenn man dem irgendwie beschützen kann, über einen Teamfight und mehrere Teamfights hinweg, dann ist das Spiel ziemlich sicher gewonnen. Wenn nicht, dann ja, Pech gehabt, aber Lulu alleine wird von sich aus keine Games carryen, sondern sie hilft anderen durch ihre Support-Abilities eben die Spiele zu carryen und hilft aber auch eben im Assassinen-Meta sehr, sehr stark, wo Zed, Ahri, Akali, Katarina und so weiter, diese ganzen Picks immer sehr, sehr stark sind und waren, hilft sie extrem, da eben die Carries zu beschützen. Das ist eben sehr, sehr wichtig.
Zu guter Letzt, der Renekton, habe ich Season 4 eine Zeit lang gespielt, dann nicht mehr, weil er einfach extrem schwach war im Meta, weil er einfach alle an, also weil er immer wieder genervt worden ist, weil alle anderen durch Teleport so gut profitieren könnten und er da eben nicht dazu gehört, nicht wirklich zumindest. Er immer einer war, der mit Ignite und vielleicht sogar auch mit Red Pot eben gut dabei war und die Leute vernichtet hat in der Top Lane. Spiele haben kürzer gedauert, da gab es eben dann noch andere Mechaniken und so weiter. Aber jetzt meiner Meinung nach ist er wieder besser dabei, nicht der beste Top Laner, aber meiner Meinung nach, also für mich hat er gut funktioniert und man sieht es immer an der Winrate auch daran dabei. Und der ist eben das glatte Gegenteil von Nasus, könnte man sagen. Denn er ist im Early- und Mid-Game sehr, sehr stark und je länger das Spiel geht, desto schwächer wird er dann. Man sagt zwar, die Fury Changes und so weiter haben ihm geholfen, dass er besser in Late-Game-Teamfights ist, aber das war nie seine Stärke eigentlich. Und wenn er dann eben gegen eine Vayne oder so spielt im Late-Game, kann er eh nichts machen, außer gekitet werden und sterben durch den True-Damage, den sie dann schon im Late-Game hatte oder zum Beispiel auch Tristana oder so. Da hat Renekton dann einfach nichts mehr zu melden, weil er hat einen ziemlich schwachen Gap-Closer. Wenn er da nicht zweimal dashen kann und selbst dann kann man auch immer als Vayne oder Tristana den Renekton dann einfach wegfetzen mit Ultimate oder halt mit E von Vayne und auch generell einfach. Renekton's Omen slowt nicht mehr, das heißt, da kann er nichts wirklich, nicht wirklich machen und ist im Late Game einfach nur ein Mid-Shield und wenn man ins Late Game kommt, ist man auch schon ein bisschen im Nachteil. Das heißt, Renekton ist eben da der typische Lane-Bully, eher aber gegen Nahkämpfer. Fernkämpfer sind da ein bisschen stärker, wobei wenn man da snowballt, dann haben die Fernkämpfer auch keine Chance mehr. Wenn man es da schafft, ein paar Midgame-Power-Spikes zu abusen. Und deswegen Renekton war da eben meine dritte Wahl, die ich auch dann am öftesten gespielt habe, weil ich da eben wirklich den Plan überlegt habe. Und das möchte ich euch mitgeben, überlegt euch einen Plan. Ich habe Top Lane ziemlich viel gespielt, auch Support, auch AD Carry, Mid und Jungle am wenigsten. Aus gutem Grund auch, weil ich die am wenigsten kann und so weiter und am wenigsten Picks da eigentlich habe. Trotzdem war bei mir die Top Lane Winrate wesentlich besser als die Support-Winrate, weil es ein bisschen anders funktioniert und so weiter, man anders die Vorteile rausholen kann, einfach generell, wenn man da den richtigen Plan hat, auch ein bisschen mehr machen kann als Support, meiner Meinung nach, obwohl Support auch sehr, sehr stark ist und wenn man Support wirklich gut spielen kann, was bei jemandem wie Thresh wichtig ist, da ist einfach ein Hook, den du nicht triffst, kann das Spiel entscheiden und das ist meiner Meinung nach ein bisschen dann frustrierender. Und auch generell, wenn halt dann die anderen Lanes feeden, kannst Support schon AD Carry auch gut beschützen und so weiter, aber wenn der eben Top und Mid verliert, ist nicht so lässig. Aber ist ja immer so, wenn zwei Lanes verlieren, ist schon das Spiel wahrscheinlich verloren, aber egal. Jedenfalls wollte ich darauf hinaus, ich habe immer in Champion Selection geschaut, was soll ich picken und warum picke ich es? Wenn ich sehe, ich bin ganz oben am Picken und ich picke Top Lane, werde ich nicht Nasus picken, wenn die Gegner noch nicht gepickt haben und dann irgendwie was wie Lissandra, Gnar oder so picken und mich dann zerfetzen. Das geht einfach nicht, das kann man einfach nicht bringen in der Solo-Queue, dann verliert man das Spiel einfach schon von Haus aus. Stattdessen kann man sowas picken wie Renekton oder Lulu, die vielleicht auch nicht immer die besten Matchups haben, aber Renekton hat einfach ein gutes Early- und Mid-Game und wenn er da eben da was reißen kann, kann er snowballen, was Nasus nicht kann. Lulu hingegen ist auch der Safe-Pick für mich gewesen, wenn ich nicht wusste, was soll ich picken. Ich habe Angst vor irgendwelchen Gegner-Picks oder ich bin schon am Schluss zum Picken und ich sehe, ich kann weder Renekton noch Nasus gegen den Top-Laner spielen, wenn der irgendwie, keine Ahnung, ein super starker Top-Laner gerade ist, der zum Beispiel wie Gnar oder Rumble oder Nidalee, oder selbst dann habe ich auch oft Renekton gepickt und gewonnen, wenn man eben aggressiv genug spielt. Habe ich Lulu gepickt, einfach um die Teamfights zu regeln und so weiter. Und sonst, wenn die Komposition gepasst hat, dann einfach Nasus. Wenn der nämlich ins Rollen kommt, dann war es das für Gegner-Team. Und da gab es teilweise Games, wo ich irgendwie nach 20 Minuten schon irgendwie 400 Stacks hatte oder so und zwei Items und Boots oder so. Und wenn du dann eben die Items hast und so weiter, dann die Gegner können nichts mehr machen. Wenn du da einmal kurz alleine gelassen wirst, holst du dir 2, 3 Tower und wenn nicht, dann kommen zumindest 2, 3, 4 Leute in die Top-Lane und dann kann dein Team woanders aufräumen, also es ist wirklich, wirklich starker Pick auch teilweise, wenn man das richtig spielt. Und ja, möchte da einfach nur euch das mitgeben, überlegt euch, warum ihr was spielt. Es ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, ich spiele einen Champion, rauf, runter, egal was kommt. Ich spiele zum Beispiel Tryndamere 24-7, aber im Endeffekt, wenn ihr dann nur stupide vor euch hinspielt und nie
versteht, warum verliert sie das Spiel, warum gewinnt sie das Spiel. Wenn ihr da nicht den gemeinsamen Nenner findet, das müsst ihr immer für euch selbst finden. Ich meine, natürlich kann man jeden kopieren und Items kopieren und Spielweisen kopieren, aber wenn man sich selbst versteht, dann ist das Problem, dass man in Situationen, wo man sich selbst entscheiden muss, was ist das Bessere, was ich in einem Guide nicht lesen kann. Zum Beispiel muss ich bedenken, okay, der Gegner Nummer 1 ist fett, der Gegner Nummer 2 ist schwach, die sind da gut, die sind da schwach, das kann ich nicht alles einfach in Guides in 5 Minuten lesen, das muss ich einfach durch langes Spielen und durch viel lesen und durch viel informieren und so weiter und so fort einfach herausfinden. Und ich spiele das Spiel wirklich seit 3 Jahren, ich spiele jetzt nicht übermäßig viel, ich glaube ich habe nicht mal 400 Normal Game Wins, und da gibt es Leute, die haben das 3, 4, 5-fache an der Spielanzahl und sind nicht Diamond. Ich möchte mich jetzt irgendwie nicht gut verkaufen oder so. Ich meine, ein bisschen auch schon, aber ich meine, sonst wäre es sinnlos, hier ein Video zu machen, wenn das eh keiner sehen will. Aber es geht einfach darum, die Leute denken oft einfach nicht genug nach in dem Spiel. Und ich möchte euch das ein bisschen mitgeben und hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's von meiner Seite. Freut euch schon mal auf mehr Videos in Zukunft. Bin auch immer dankbar, ob euch jetzt das Video gefallen hat, Feedback und so weiter. Kann jetzt irgendwie einen Daumen hoch sein oder einfach nur einen Kommentar. Es hilft einfach mehr, als wenn jetzt nur irgendwie da ein paar Aufrufe zu sehen sind und ich dann nicht weiß, okay, hat jetzt irgendwie eben geholfen oder ist es etwas, was die Leute sehen wollen, oder wollen die zum Beispiel nur wieder Champion Guides haben, oder wollen die nur kurze Clips haben, oder wollen die vielleicht was Lustigeres haben, oder wollen die was ganz anderes haben, oder ja. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.